macht das wunderbar! Was ist denn da los? Das war's. Hallo und herzlich willkommen zu LoL Kompakt, dem wahrscheinlich kompaktesten und auch spoilervollsten Format, seitdem League of Legends die Eisenliga eingeführt hat. Eine neue Liga unter Bronze wird auf jeden Fall interessant, wie sich das entwickelt. Bei wessen Entwicklung wir in dieser Woche auch sehr gerne zugesehen haben, das ist natürlich ESG auf den European Masters. Deswegen solltet ihr euch die Matches, wenn ihr sie nicht eh schon gesehen habt, vielleicht nochmal angucken. Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. Denn European Masters sind aktuell das wahrscheinlich interessanteste Turnier in dieser Woche und auch in der kommenden. Und da wird's für ESG richtig spannend. Die Gruppenphase konnte ESG tatsächlich mit einem 2:1 bewältigen, haben da nur eine Niederlage mitgenommen und sind somit als zweiter Slot ins Viertelfinale gezogen. Sie mussten dort gegen Outplayed ran, die aber laut eigener Aussage von ihnen ein recht machbarer Gegner sein sollten. Auch wir bei Summoners Inn waren uns recht einig, dass ESG, wenn sie es ins Late Game schaffen, wenn sie es in ihre Wohlfühlzone schaffen im späteren Spielverlauf, dass sie dann durchaus Chancen haben, Outplayed zu besiegen. Ja, und was soll ich sagen? ESG hat das Ganze auch wirklich wunderbar gemacht. Hat im ersten Spiel damit gestartet, dass sie dem Gegner erstmal viel Engage denied haben, haben selbst praktisch den Alistar bekommen, hatten Agurin mit Jarvan im Jungle, der selbst nochmal für viel Engage-Potenzial gesorgt hat. Und damit sind sie recht aggressiv sogar einfach drüber marschiert im ersten Spiel, kann man sagen. Outplayed hatte wenig Chancen und ESG hat sich Stück für Stück auf jeden Fall gesteigert, aber hat im ersten Game schon sehr sauberes, sehr cleanes und eindeutiges Game abgeliefert. Im zweiten sah es dann wieder deutlich besser für Outplayed aus, die haben die ein oder andere Chance bekommen an Kills ranzukommen, konnten sich aber am Ende trotzdem nicht gegen den Ryze Top Lane oder auch gegen den Pyke Support, der hier sehr gut genutzt wurde, von ESG durchsetzen. Und das bedeutet, ESG hat direkt mal ein 2:0 Sieg im Viertelfinale hingelegt. Haben nicht viele mitgerechnet, muss man sagen. Dadurch haben sie jetzt aber die Möglichkeit, im Halbfinale anzutreten, wobei da die Aussichten auch von ESG, auch von Brücke unter anderem, etwas schlechter eingeschätzt werden. Sie müssen gegen die Mad Lions ran, also ein richtig starkes Team, was hier fast als Favorit gehandelt wird. Wird nicht leicht werden, aber das könnt ihr natürlich gerne am nächsten Samstag verfolgen. Da werden wir das Ganze für euch übertragen und das Finale gibt es dann sogar schon nächsten Sonntag. Beide Spieltage beginnen 18 Uhr. Und die anderen Teams, die wir im Halbfinale sehen werden, das sind unter anderem NiP. Die haben sich überraschenderweise auch ziemlich gut durchsetzen können, ziemlich eindeutig. Sogar haben sie Gamers Origin, die vorher eigentlich Favorit des Turniers waren, rausgekickt. Und sie müssen am Ende ran gegen Asus ROG Elite, die sogar Panathinaikos eSports geschlagen haben. Damit haben auch wenige gerechnet. Also im Endeffekt haben alle Teams, die den zweiten Slot hatten im Halbfinale, die also aus ihrer Gruppe als zweites weitergekommen sind, sich durchsetzen können. Ist natürlich interessant zu wissen und ich bin sehr gespannt, was da in Zukunft noch kommen wird, gerade von ESG. Außerdem hatten wir in dieser Woche auch schon die World-Ziehungen. Wir wissen also, wie die Gruppen aussehen und da würde ich sagen, fangen wir direkt mit den Play-Ins an. Die starten am 1. Oktober und werden in einem Best-of-One-Format gespielt, jeweils mit Hin- und Rückrunde. In Gruppe A der Play-In-Phase ist wahrscheinlich EDG das vielversprechende Team. Die sollten mit Direwolves und Infinity Esports keine zu starken Gegner haben, gerade wenn sie weiterhin so gut spielen wie im Split. G2 hat in Gruppe B mit dem türkischen Powerhouse Bausuper Massive schon einen ziemlich harten Gegner. Ascension sollte schlagbar sein und G2 sah auch eigentlich recht zuversichtlich aus. Also ich hoffe, dass G2 sich da durchsetzen kann, es wird aber nicht leicht werden. Das C in Gruppe C steht, wie könnte es anders sein, für Cloud9. Die werden sich gegen Kaboom Esports und Focus Me, das erste japanische Fulltime-Pro-Team, gegen die werden sie antreten. Könnte interessant werden, ich sehe aber tatsächlich recht gute Chancen für Cloud9. In Gruppe D hat es tatsächlich das Team G-Rex nochmal geschafft, sich hochzubeißen aus den Regional Qualifiern. Sie müssen gegen Gambit ran, einem ziemlichen Publikumsfavoriten und gegen Chaos Latin Gamers. Das wird eine sehr unterhaltsame und ich glaube auch eine sehr ausgeglichene Gruppe. Die Gruppen des Main Events stehen auch schon fest. Natürlich fehlt immer ein Slot, der praktisch durch ein Play-In-Team gefüllt wird, aber wir haben zumindest die ersten drei Teams der jeweiligen Gruppen. Und in Gruppe A ist das Africa Freaks, dicht gefolgt von Flashwolves. Das könnte sogar richtig interessant werden. Und dann noch von Wu Buffalo, die ehemalig Young Generations sind. Die konnten sich auf den letzten Worlds nicht mal aus der Play-In-Phase rausbegeben. Wird für sie also eher schwer, da sehe ich durchaus Africa Freaks vorne. Dann haben wir noch die Todesgruppe, Leute. So wird sie von vielen schon genannt. Gruppe B, angeführt von RNG und Gen.G. Zwei richtig starken Teams. Und ja, Gen.G hat es nochmal geschafft, sich durch die Regional Qualifier durchzusetzen. Und wer muss gegen die beiden ran? Vitality. Die Spieler sind laut Twitter zwar sehr zuversichtlich, aber dass sie sich da durchsetzen können gegen die chinesischen und koreanischen Top-Teams,
Das halte ich für sehr, sehr schwierig. In Gruppe C sollten wir den klaren Favoriten haben. Katie Rollster, die gegen Matt-Team und Team Liquid ran müssen. Zwar sah Team Liquid auch nicht so schlecht aus, aber gegen Katie Rollster bei voller Stärke hätte keins der beiden anderen Teams wirklich große Chancen. Also das sollte recht eindeutig aussehen. Und für Fnatic könnte es noch mal ein bisschen spannender werden. Die sind in Gruppe D zusammen mit 100 Thieves. Auf jeden Fall ein schlagbares Team, das haben sie schon ein paar Mal bewiesen. Und Invictus, die natürlich ein starker Gegner sein werden. Aber ich glaube, Fnatic könnte da durchaus überzeugen und allein ein zweiter Platz würde in der Gruppenphase natürlich schon reichen. Das sind die Gruppen bisher. Es wird sich natürlich noch nach der Play-In-Phase einiges ändern und es gibt auch schon einige Leute auf Reddit oder auf Social Media, die ihre Skripts für die Worlds gepostet haben. So vermuten zum Beispiel einige, hey, Gen.G wird es in der Gruppenphase mit dem zweiten Slot gerade so schaffen, weiterzukommen. RNG macht sie da ziemlich fertig, aber sie landen trotzdem im Halbfinale, marschieren dann über alles drüber, stehen im Finale gegen KT, die dann komplett versagen, die nicht überzeugen und so wird Gen.G wieder Weltmeister. Also da gibt es schon einige Theorien. Eure interessieren mich natürlich auch. Wenn ihr Bock habt, schreibt da gerne mal ein bisschen was in die Kommentare. Ich weiß, ich rufe sonst nie dazu auf, aber die, die ich bisher gelesen habe, waren sehr unterhaltsam. Und vielleicht habt ihr eine tolle Story für Fnatic parat. Oder wie G2s zum Beispiel noch schaffen kann oder TSM. Machen wir dies noch auf die World schaffen. Ansonsten gibt es natürlich noch die Sin League. Ihr könnt euch gerne weiterhin anmelden, wenn mich nicht alles täuscht. Links dazu unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten war es für diese Woche mit LoL Kompakt. Ich hoffe, es war ein bisschen kürzer. Wir hatten ja nicht zu viele Events. Ich sage bis demnächst. Haut da rein, euer Bart. Deswegen meine Matches of the Week in dieser Woche. Deswegen meine Matches of the Week. Vielleicht gibt es demnächst Eisen Bravery. Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwas im Auge. It hurts. My manliness. Aber haben auf den Worlds nie richtig überzeugen können. Ja, und Fong Buffalo Boo. Fong Wu Buffalo. Fong Gebong Bong The Baum. Fong Buffalo her.